Hey Leutchen und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen Final Fantasy VII Remake. Befinden uns gerade von der Shinra-Einrichtung. Denn Jesse möchte nämlich den Zünder der Bombe tauschen und da will sie sich hier was ausleihen von Shinra. Wir haben die Typen beim letzten Mal ein bisschen abgelenkt, haben unseren. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie das heißt. Wir haben eine Beschwörung angewendet und haben Ifrit beschwört und der hat mitgekämpft. Ja, das war vorbei. Und danach kamen wieder ganz viele Soldaten und auch das kleine Kerlchen, was ihr da seht. Und ja, da haben wir erstmal Schluss gemacht, finden uns jetzt wieder auf dem aktuellen Stand und möchten mal weiter gucken, wie das Ganze weitergeht. Schauen. Controller ist ausgegangen. Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Du hast einen Funken in mir gezündet. Oh. Mein Herz schlägt im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber. Verstanden. Komm. Aber. Kämpfen wir nur gegen ihn oder auch die restliche Gang? Seit Jahren kämpfe ich nur auf meinem Motorrad. Aber. Ich kann dir versichern. Zu Fuß kenne ich kein Tempolimit. Oh, das freut mich. Endlich. Ich hoffe, dass. Du und ich im Bären stellen dich ein. Ja. Ja. Haben wir Energie? Wir haben Energie. Wir machen mal wieder das hier, weil. Bin mal so frei. So, was haben wir denn? Mache ich überhaupt Schaden? Das fühlt sich nicht so an. Echt nicht. Wir machen mal sowas hier. Stopp. Stopp, 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 stopp. Hä? Was ist jetzt? Ach so. Hoffentlich schmeißt er sich zurück. Den Scheiß will ich nicht haben. Ah, hast du gut gemacht. Oh oh. Freut mich gerade, dass ich das nicht abbekommen habe. Wir heilen uns mal. Nicht, dass wir da. Kann ja schnell gehen, dass wir doch mal sterben. Ja, muss man eben schauen. Ach so, das geht nicht. Okay, so viel dazu. Ich hatte überlegt, ob wir die Dinger tauschen können. Können wir dann wahrscheinlich auch nicht. Haben wir alles versucht? Wir haben Blitz mit einem Blitz. Ah, der kann alles. Ich mag nichts. Wir heilen uns nochmal. 27 Stück, ich hoffe, das reicht.
Okay. Was? Hab ich nicht verstanden, was er gesagt hat. Kommt nicht wieder vor. Freie Bahn mit Marzipan? Okay. Das habe ich auch noch nicht ganz raus, aber das andere macht der Marzipan. Weiß nicht warum, aber. Halt! So. Jetzt auf die Blitze. Ah, da hat uns erwischt, der kleine Krepel. Aua. Ich wollte ausweichen. Also habe ich auch, aber nicht ganz erfolgreich. Das ist natürlich doof. Wir warten noch ein bisschen. Ach, gefühlt war ich zu weit weg. Oh, jetzt wird's echt eng. Und weiter. Macht das, glaube ich, immer nach Zeit. Also, fühlt sich so an. Jetzt genug. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Ja, ging echt schnell. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Oh, wir kommen jetzt an. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Ich möchte nicht gegen alle kämpfen. Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Ach, gib mir Mühe. Mein Freund. Ach, wir haben Freund. Hat einen komischen Fahrstil. Was war das jetzt?
Mensch! Hey Clown! Jetzt oder nie! Was ist das jetzt? Wir sind's! Konntet's wohl nicht lassen, was? Ja, wohl auch nicht. Los! Welch, passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Wutai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Das ist die zweite Leute. Dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Ziemlich viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ah, mein Bauch! Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Komme ich denn jetzt hier hoch? Okay. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Korps A hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Korps B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawohl! Dieser Vorfall darf nicht bekannt werden. Hey, hier drüben! Das wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Verbreitet die Meldung, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Alle auf ihre Position! Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge! Alles klar? Boah! War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Bohrer! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das wird eine Überraschung! Oh Mann! Das wollte ich schon lange mal ausprobieren! Wie kann man hier aussteigen? Oder wie kann man wieder einsteigen, dass die wegfahren? Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. War das ein Zufall? Ja, ein zur Durchführung Zufall. Einer Sicherheitskontrolle oder einer Ausgangssperre fahren. Bitte begeben Sie sich in Ihre Häuser zurück. Ohne, ich habe gehört, es hätte einen Angriff gegeben. Was? War das ein weiterer Anschlag? Das war eine Falschmeldung. Hey, was beschwert ihr hier einfach die Straße?
Häusern waren, bis die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind. Also gehen Sie bitte zurück. Ist was? Kommt schon, hier lang. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen. Operation Sprengstoff Turbine, voller Erfolg. Jetzt kann deine nächste Mission nicht schiefgehen. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten. Wie? Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Ja. Jeder. Oh, was bist du denn? Na, dann muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und Teig kneten. Ich freue mich schon drauf. Na, und ich erst. Puh. Ich glaube, es war hier. Oh, Bingo. Was haben wir da? Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Wird sicher lustig. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen. Bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Na? Gut, dann mal los! Spring schon! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Oh. Schon? Nein, nicht. Warte, Cloud! Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Dann wäre die Leine ziehen oder. Nö, machen wir. Ich hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja. Zusammen sind wir echt unschlagbar. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Also wieder unten in den Slums, aber was wir da denn machen sollen. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Na, ist schon gut. Mir nach! Na los, bring ihn nach Hause. Ob Jesse und Bix schon zurück sind? Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. Hallo. Ach, halt. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Haben wir was nicht? Nee, haben wir noch nicht. Ach, doof.
Na gut, dann kommen wir bald wieder. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Sehr schön. Wir müssen mal schauen, ob wir denn hier... Nein, eins runter. Waffen. Hier haben wir 9. Hier haben wir alles komplett. Achso. Kern wechseln. Wir wollen nach hier. Kann mich nicht entscheiden. Alles 5? Nein, 6. Also müssen wir noch 3 warten und ich mache jetzt was. Wir machen die magischen Attacken ein bisschen stärker. Hier können wir ein bisschen großzügiger sein, da haben wir mehr Punkte. Okay, jetzt haben wir auch noch 9. Egal. Was haben wir denn da? Haben wir eine Festlung oft genutzt? Oder eine zweite nochmal verwenden. Wir nehmen hier das Gelbe raus. Das entfernen wir. Weiß gar nicht, was das ist. Okay, das hier. Entfernen wir einmal. Machen noch irgendwas Grünes mit rein. Heilen hat sie, glaube ich, schon. Achso, da steht dann das C dafür. Gut, wir machen Wiederbeleben. Okay, da war ein Ifrit. Gut, okay, passt erstmal. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Na, wer ist hier? Hier wohnt Bix. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Hab mich mit ihnen gestritten, weil ich aus Midgard bin. Na, mal schauen, ob sie da ist. Wo wohnt sie? In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jessie eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Männer haben da drin nichts zu suchen. Okay. Wusstest du von der geheimen Arbeit? Ob wir uns da nochmal zurückfinden, ich bin mir nicht sicher. Na kommt, meine Kleinen. Kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde. Schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieber. Von hier aus seid ihr. Ganz lieber. Fein, wie brav ihr seid. Hey, Mountie, schmolzt du etwa? Morgen krieg ich nach Sektor 5.
Wo kamen wir denn eigentlich her? Ich blick nicht durch. Ah, schon da. Wir gucken mal auf die Karte und das ist genau hier. Da bist du ja, Cloud. Hab grad an dich gedacht. Na dann. Hier, bitte. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Ah. Und weil du so toll warst, noch was extra. Oh. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Ah, wollen wir mal hingehen? Da haben wir schon was mit ihr. Also mit Tifa. Oh mein Gott. Ach komm. Okay, okay. Ich denk drüber nach. Juhu! Ich hab auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Jessie Spezial. Mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na? Oh, die Belege sagen mir nichts. Ja. Oh, bist du süß, Cloud. Schon gut. Überlass alles einfach mir. Träum süß. Sagen mir auch nichts. Überhaupt gar nichts. Von Sauerkraut. Können wir jetzt noch mal? Wo ist die jetzt? Okay. Das lasse ich lieber bleiben. Gut. So, wir gehen zurück zum Hotel. Weiß nicht, ob ich das gleich finde. Ist hier noch offen? Ich hoffe, meine Waffen helfen dir, den Frieden in den Slums zu bewahren. Lass mal schauen, was du hast. Ich bin immer noch ein bisschen nach. Noch nicht so das Richtige, wo ich denke. Reicht schon, passt schon, so wie wir es momentan haben. Können wir noch ein bisschen das Geld sparen und dann später einsetzen. Ja, interessiert uns nicht. Wir gehen schlafen. Können wir hier klopfen? Klopf, klopf. Es ist schon spät. Okay, dann halt nicht. Wir machen die Tür nicht zu, wir lassen die einfach offen. Wir sind groß und bis zum nächsten Tag wollen wir schlafen. Weiß nicht, was ich machen soll. Also, da fehlt mir gerade jegliche Idee dazu. Wir auch eine neue Show finden. Ja? Warst ziemlich lange weg. Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Nein, ich sage, ich muss. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch, Tifa. Ach,
geklaut. Oh. Was sind das für Dinger? Ich habe echt keine Ahnung mehr. Schlaf. Vergiss all deine Sorgen. Das ist eine gute Stelle, um Schluss zu machen und dann hier das nächste Mal weiter zu gucken, was denn das für Objekte sind und wie wir denen begegnen können. Ich, meine Freunde, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne mal kommentieren, abonnieren, wieder einschalten. Würde mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, euer Chris. Bye.